Ja, ist wieder so ein faszinierendes Beispiel, wie ihr es euch relativ einfach machen könnt, weil ihr alles versteht und nachvollziehen könnt. Dann müsst ihr nicht so viel auswendig lernen. Also ihr habt ja so einen Funktionsgraphen. Die Gleichung ist eigentlich egal. Ja, das wäre dann f von x. Wir hätten also hier die x-Achse. Egal wie die Gleichung lautet, ihr setzt x-Werte ein in die Funktion. Es kommen y-Werte raus. Könntet diese alle eben mit einer Wertetabelle abtragen und dann entsteht so dieser Funktionsverlauf. Und jetzt wisst ihr ja, die erste Ableitung einer Funktion gibt die Steigung m an. Und für die Monotonie ist es ja interessant, wo steigt der Graph und wo fällt der Graph. Das heißt, hier geht der Graph ja ab nach oben. Offensichtlich wäre hier eine waagerechte Tangente, deshalb keine Steigung, also m gleich 0. Hier geht der Graph ab nach unten, also negativ. Hier wäre wieder waagerechte Tangente, also m gleich 0. Und hier geht es wieder hoch, also positiv. Jetzt könnte ich auch eben dran schreiben, positive Steigung, negative Steigung, positive Steigung. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, erste Ableitung gibt die Steigung an. Das heißt, wenn hier die Steigung 0 ist, an der Stelle, was weiß ich, ich sage jetzt mal einfach, das wäre 7 und das wäre hier 2. Also x gleich 2, x gleich 7. Wenn ich dann eben diese Stellen mir hier unten anschaue, dann weiß ich, an dieser Stelle x gleich 7 und an der Stelle x gleich 2 ist die Steigung 0. Deshalb Kreuzchen auf der x-Achse, weil wenn ich jetzt in die erste Ableitung diese Werte einsetze, muss ja 0 rauskommen, weil die Steigung ja 0 ist. Deshalb setzt ihr ja auch die erste Ableitung gleich 0, um herauszufinden, wo ist denn eben die Steigung 0, bei welchen x-Werten, um dann eben auch Bereiche anzugeben, was ist vorher, was ist nachher. Und was ist hier vorher? Vorher ist die Steigung positiv. Jetzt kommt es darauf an, wie steil der Graph ist. Je steiler der Graph ist, desto größer ist die Steigung. Ich mache jetzt nur mal einen Schätzwert, also so ungefähr irgendwo im Positiven mache ich jetzt ein Kreuzchen. Hier zwischen geht der Graph ab nach unten und da kann man so relativ gut nachvollziehen. Hier ist die Steigung negativ, aber nicht ganz so stark. Dann wird sie immer stärker, bis sie irgendwann hier am stärksten wohl ist nach unten. Und dann ist zwar die Steigung immer noch negativ, aber sie kommt immer so mehr wieder in Richtung 0. Das heißt, wieder ab nach oben, bis sie hier wieder 0 ist. Und dann haben wir wieder eine positive Steigung. Jetzt habt ihr hier schon so die Entwicklung vom Ableitungsgraph. So, und seht dann hier vielleicht auch schon wieder so den nächsten Zusammenhang. Hier ist wieder irgendetwas Markantes, nämlich von der ersten Ableitung ist das offensichtlich irgendwie so der tiefste Punkt. Jetzt könnte man schon wieder einen Schritt weitergehen und könnte sagen, was ist denn die zweite Ableitung? Das ist ja nichts anderes als von der ersten Ableitung wiederum die erste Ableitung. Die gibt hier also die Steigung von dem Graphen an. Naja, und da ist hier wieder die Steigung dann von dem Graphen selber 0. Hier ist sie positiv, Kreuzchen oben, hier ist sie negativ, Kreuzchen unten. Dann könnte ich mir mal so aus der Hand den Ableitungsgraph von f2' basteln. Jetzt sieht man schon wieder, hier ist schon wieder eine Nullstelle, aber von f2'. Und warum setzt ihr die zweite Ableitung gleich 0? Das war diese markante Stelle. Wenn ich jetzt zurückgehe, da ist offensichtlich, da hockt irgendwie so der Wendepunkt bestehend aus x und y-Wert. Und hier, also geschätzterweise, was weiß ich, x gleich 5,5, sage ich jetzt mal. Offensichtlich bei x gleich 5,5, wenn ich den Wert in die zweite Ableitung einsetzen würde, kommt 0 raus. Das würde heißen, aha, bei der Stelle ist offensichtlich dieser Krümmungswechsel. Und so hat man den Gesamtzusammenhang mal und kann sich hinterher dann auch noch überlegen, wenn es jetzt um Hoch- und Tiefpunkt und Wendepunkte geht, ob man die Monotonie oder Krümmungstabelle macht, ist ja auch ein einzelnes Video, oder ob ihr das mit der Überprüfung in der nächsten Ableitung dann macht. Wenn man sich das so im Gesamtkonstrukt anguckt, dann ist es eigentlich relativ easy. Wenn man das nachvollziehen kann, kommt ihr da eigentlich flott durch. Also hier wollte ich jetzt speziell für Monotonie und Krümmung nochmal drauf zu sprechen kommen. Monotonie, wo steigt und fällt der Graph? Deshalb suche ich die markanten Stellen. Wo ist m gleich 0? Das wäre die erste Ableitung gleich 0 gesetzt. Dann hätte ich da die Nullstellen. Und wo ist der Krümmungswechsel von hier Rechtskrümmung nach Linkskrümmung? Das ist offensichtlich,
bei diesem markanten Punkt, dem Wendepunkt, wie komme ich an den x-Wert? Dafür muss ich eben entsprechend, wenn ich so runtertapse, nicht zur ersten Ableitung, sondern dann zur zweiten Ableitung gehen und da die Nullstelle suchen. Und da dürft ihr euch nicht, ist ein bisschen schief, sehe ich gerade, soll euch aber nicht stören, da dürft ihr euch nicht durcheinander bringen lassen. Da kann man eben auch mal davon sprechen, dass hier der erste Ableitungsgraph wiederum seinen tiefsten oder höchsten Punkt hat. Ja, das wäre so der Zusammenhang dafür.